Hallo zusammen aus Malakka. Ich habe euch im letzten Video ja schon verraten, dass es sich hierbei um eine Küstenstadt handelt. Und heute bin ich mit euch mal ans Meer gefahren. Schaut mal hier hinter mir. Ein Badeort ist es jetzt zwar nicht, dafür aber hinter mir eine wunderschöne Moschee hier direkt an der Küste gelegen. Und das ist doch eine echt richtig schöne Stimmung. Man hört so ein bisschen die Wellen rauschen und direkt hinter mir ist dann die Moschee. Wir mussten jetzt 5 Ringgit pro Person zahlen. Dafür hat man da noch so ein Umhängekleid bekommen. Das heißt, man muss alles lang bedecken. Nur beim T-Shirt, da war es jetzt okay, aber eben Hose, die Knöchel und für Frauen gibt es dann auch noch so ein Kopftuch. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob man auch in die Moschee reingehen kann. Es gibt ja normalerweise immer die Gebetszeiten, die sind jetzt gerade schon vorbei. Von daher weiß ich nicht, ob wir reinschauen können. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Ja, der Gebetsraum, der ist wie erwartet geschlossen. Man kann hier trotzdem durch die Tür einen kleinen Blick erhaschen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal da raus auf die Plattform. Denn hier hat man jetzt mal den direkten Blick auf die Küste und auch nochmal auf die Moschee hinter uns. Und es sieht so aus, als könnte man hier am Rand ja mehr oder weniger einmal drumherum laufen. Jetzt guckt euch mal dieses ganze schöne bunte Glas hier hinter mir an. Das ist auch echt richtig schön. Hätte man eigentlich zur Gebetszeit kommen müssen. Ich hätte mich da gerne mal reingesetzt, hätte mir das mal angehört. Das ist echt eine schöne Moschee. Nicht riesengroß, dafür aber wunderschön gelegen hier am Meer. Die Leute lächeln einen auch nett an. Also nicht nur Thailand ist das Land des Lächelns. Auch hier wird man nett begrüßt von den Einheimischen. Ja, jetzt schau dich mal diesen beeindruckenden Eingang hier hinter mir an. Hat sich doch gelohnt, hierher zu fahren. Wir sind ein bisschen außerhalb von Melaka. Wir sind jetzt, glaube ich, hier 10 Minuten mit dem Grab hingefahren, also mit dem Taxi. Hat uns 8 Ringgit gekostet, also echt nicht die Rede wert. Hier, schaut mal, hinter mir erstmal den ersten Local getroffen. Spaß beiseite, ist meine Freundin. Ja, man wird es gar nicht erkennen. Könnte meinen, sie läuft jeden Tag so rum. Ja, hier noch ein kleiner Tipp für alle auf der Suche nach dem perfekten Fotomotiv. Ihr müsst einmal aus der Moschee rausgehen. Da gibt es direkt daneben so ein kleines benachbartes Grundstück mit einem Privatstrand. Also eigentlich steht da auch Zutritt verboten. Dann gibt es allerdings einen Aufpasser, der kalte Getränke verkauft. Schaut mal hier, das hat jetzt 5 Ringgit gekostet. Und dafür darf man das Grundstück dann doch betreten und hat dann diese wunderschöne Aussicht. Schaut mal hier hinten auf die Moschee. Ist das nicht schön, gerade hier in Kombination noch mit diesem kleinen Strandabschnitt und den Wellen. Und ich meine, was zu trinken, das hätte ich jetzt sowieso gebraucht. Und ich schätze mal, der nächste Stopp, ja, da wird jetzt wieder etwas zum Essen sein. Denn so langsam kommt der Hunger auf. Wir hatten tatsächlich noch kein Frühstück. Von daher lasst euch mal überraschen, was wir uns als nächstes rausgesucht haben. Ja, dann probieren wir doch mal hier unser Glück. Das ist wohl ein taiwanesisches Restaurant. Und das hatte zumindest richtig gute Bewertungen auf Google. Ja, das ist jetzt mein Essen, das gerade angekommen ist. Das ist so taiwanesisches Slow-Cooked Pork. Ich mache mal ein bisschen was hier oben auf den Reis drauf. Dann gibt es ja auch noch Tofu dazu. Schauen wir mal, dass wir hier auch noch ein bisschen kriegen. Das Ei, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Von daher nehmen wir mal was von dem Grünzeug. Und ich probiere das jetzt alles in ein Bissen irgendwie zu essen. Da kann sich sehen lassen. Ich habe so ein ähnliches Gericht schon mal in Bangkok probiert, auch im taiwanesischen Restaurant. Aber das ist jetzt doch ein bisschen anders als gedacht. Ein bisschen süßer vielleicht, nicht ganz so würzig. Mein Highlight allerdings, das ist das hier, das Getränk. Ein Mix aus ja, Tee und Kaffee. Da hat man einen richtig, richtig schön starken Teegeschmack oder auch Kaffeegeschmack. Von daher das hier. Definitiv eine richtig fette Empfehlung. Ja, war jetzt nicht schlecht, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich das taiwanesische Restaurant in Bangkok ein bisschen bevorzug. Geschmäcker sind natürlich immer unterschiedlich und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was jetzt das Authentischere ist. Ob das in Thailand vielleicht angepasst ist an den thailändischen Geschmack und ob das hier das Authentische ist, keine Ahnung. Ich werde es euch auf alle Fälle mal verlinken unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt fahren wir weiter zum nächsten Spot. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir werden eine neue, weitere Kultur erkunden. Heute haben wir ja schon die Moschee gesehen. Jetzt waren wir gerade in Taiwan.
Und als nächstes geht's nach Little India. Ja, und so schnell geht's. Plötzlich sind wir schon wieder mitten in Little India. Also das ist echt erstaunlich. Ich meine, Malacca ist ja auch eine recht kleine Stadt. Und selbst hier gibt es ein indisches Viertel. Also das zeigt mal wieder die Vielfalt der malaysischen Kultur. Ich würde echt sagen, ja, es ist ein unterschätztes Reiseziel bei vielen Leuten. Immer wenn ich erzähle von Malaysia, dann heißt es so ein bisschen, ja, das weiß ich nicht, das ist doch muslimisch. Und irgendwie ist da automatisch so eine Ablehnung. Erst einmal muss das ja gar kein Grund sein. Ich finde, ganz im Gegenteil, muslimische Länder sind richtig interessant. Und ich meine, ihr habt es ja auch in den letzten Videos gesehen. Das ist so Multikulti, das Land. Ich meine, ein Großteil hier sind tatsächlich auch Chinesen. Ich glaube, irgendwie ein Viertel, ein Fünftel der Bevölkerung hat chinesische Wurzeln. Dann ganz, ganz viele Inder auch. Wenn man sich anguckt, wie viele indische Viertel es hier gibt. Muslime gibt es natürlich auch, aber ich meine, das ist hier einfach bunt gemixt. Man findet von allen etwas. Von daher, ich würde es euch echt empfehlen, schaut ja mal her. Und es gibt tatsächlich auch wunderschöne Strände in Malaysia. Wir sind ja jetzt hier auf der Westküste und quasi, dann gibt es noch den Osten Malaysias. Und dort gibt es Strände, die zählen mitunter zu den schönsten Stränden der Welt. Hat aber kein Mensch an Schirm, zumindest nicht so wirklich in der westlichen Welt. Und ich kann es euch versprechen, also zumindest ich persönlich kenne niemanden, der hier in Malaysia war und es danach irgendwie bereut hat. Die meisten Leuten hat es hier sehr gut gefallen. Erst kürzlich waren wieder Freunde hier und die haben auch gesagt, ganz anders, als sie es erwartet hätten. Von daher, ich glaube, viele haben so ein bisschen Angst, vielleicht aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, weil vielleicht andere Länder in Südostasien gefühlt ein bisschen näher sind an der westlichen Kultur, beispielsweise Thailand. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Kommt hierher. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was es hier gibt. Mein letzter Besuch hier in Malacca war schon einige Jahre her. Von daher bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht mehr sicher, wie groß das oder klein das Little India hier war. Eine Sache muss ich hier natürlich auch finden und das ist ein indischer Tee. Aber das sollte nicht allzu schwer werden. Hallo, you have masala tea? Yeah. Okay. Ja, hat nicht lange gedauert. Direkt ins erstbeste Restaurant rangegangen und natürlich hatten sie einen Masala-Tee. So ein indischer Milchtee mit Ingwer, vielen, vielen Gewürzen, auch Zimt. Also schmeckt fast ein bisschen weihnachtlich. Ja, das Restaurant hier, das ist eigentlich, glaube ich, auch so ein All-You-Can-Eat theoretisch. Also sie wollten uns erst so ein großes Bananenblatt auf den Tisch geben. Das sieht man es gerade leider nicht im Hintergrund, aber hier laufen immer Leute rum mit Reis, mit verschiedenen Curries, das sie dann aufladen. Das heißt, hätte man noch Hunger gehabt, dann hätte man das machen können. Aber da wir jetzt vorhin erst essen waren, genieße ich hier meinen Tee in Ruhe. Ja, Malacca ist doch eine richtig nette, kleine und vor allem auch interessante Stadt. Ihr habt ja jetzt schon einige Eindrücke gesehen. Wie gesagt, es gibt hier viele schöne alte Gebäude. Also es erinnert so ein bisschen vielleicht an Talat Noi in Bangkok oder noch viel besser kann man es vergleichen mit der Altstadt von Phuket. Oder wer schon mal in Malaysia war, ist das nächste vielleicht Georgetown in Penang. Das sieht recht ähnlich aus. Also wirklich so viele schöne alte Gebäude, die man hergerichtet hat. Dann gibt es ein paar nette Wandmalereien und zwischendurch viele, viele schöne, kleine, nette Cafés. Und schaut mal, ich gehe noch ganz kurz mit euch vor zum Fluss. Dann habt ihr den auch noch mal gesehen. Ich meine, im ersten Video habt ihr den ja schon gesehen. Aber der zieht sich hier quasi einmal durch die Stadt so ein kleiner Fluss durch. Und das ist wirklich wunderschön. Da kann man abends auch schön entlang schlendern. Es gibt viele kleine bunte Häuschen und es fahren ja auch immer so Boote entlang. Also das ist eigentlich das Einzige, was wir vielleicht noch machen werden. Aber jetzt wird schon wieder richtig heiß. Von daher machen wir uns auf dem Rückweg zum Hotel. Dir schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar schon aus Thailand. Mal sehen. Also, bis dann. Ciao.